Moin Leute, willkommen zu den Course News. Ja, diesen Satz habt ihr wahrscheinlich schon sehr lange nicht mehr gehört, zumindest nicht von mir. Und auch ich habe den Satz jetzt wirklich schon sehr, sehr lange nicht mehr gesagt. Um genau zu sein, 1,5 Jahre mittlerweile, beziehungsweise sogar ein bisschen mehr. Die letzte Course News Folge, die ich hochgeladen habe, kam am 16.11.2018 online. Also ist wirklich schon echt krass lang her. Heute bei dieser Folge handelt es sich mal wieder nicht um eine normale Course News Folge, sondern um eine Eilmeldung. Es gibt also ein ganz wichtiges und brisantes Thema, so wie damals zum Beispiel bei der Eilmeldung, dass sich Yucor auflöst. Und ja, wie ihr es wahrscheinlich schon im Titel gelesen habt, der Plan ist jetzt nach über 1,5 Jahren YouTube-Course- und MC-Pause einen Course- und YouTube-Comeback zu machen. Für alle, die sich noch dran erinnern können, ich habe vor ungefähr ein bisschen weniger als 2 Jahren, also so im Oktober 2018 schon mal ein Comeback gemacht, damals aber alleine. Da hatten meine Brüder leider keinen Bock drauf. Und da habe ich auch nur 2-3 Monate wieder gemacht und dann leider wieder aufgehört. Diesmal hat der Tobi aber auch Lust mit anzufangen und will auch wieder Course-CWs spielen. Und damit kommen auch wieder CWs von ihm, also keine Angst, es gibt auch CWs mit jemandem, der gut im PvP ist. Ich bin auch schon seit über einer Woche wieder in einem Course-Clan und zwar wieder in Tecuzio. Danke auf jeden Fall, dass ich da wieder rein durfte und Tobi ist bisher noch in keinem Course-Clan, wird innerhalb der nächsten Tage wahrscheinlich aber auch einem Course-Clan beitreten, beziehungsweise ist es vielleicht schon, wenn ihr das Video seht. Und auch der Jakob, also Ingame hieß der damals unvergesslich mit dem Unterstrich hinten, der gegen Ende dann eine lange Zeit in Chore war, würde wieder anfangen, sobald es ein Chore-Comeback geben würde. Also hier eine Aufforderung an alle, die damals in Chore war, vor allem an Pains: Bitte wieder zurückkommen, bitte macht ein Comeback, dann kommt nämlich auch der Jakob wieder, würde sogar mal wieder MC bzw. Course spielen. Ganz kurz kann ich schon mal ansprechen, was ist der Hauptgrund, warum fangen wir wieder mit YouTube an? Naja, wir haben einfach beide wieder ziemlich Bock drauf und wir hoffen auch, dass das möglichst lange anhält, damit wir nicht bald schon wieder keinen Bock drauf haben und wieder aufhören. In den nächsten Tagen sollte nochmal ein ausführlicheres Video dazu kommen und zwar will ich in dem kurz ansprechen, was wir beide die letzten 1,5 Jahre gemacht haben. Da ist echt einiges vor allem bei mir abgegangen in den letzten 1,5 Jahren. Dann kurz ein bisschen ausführlicher darauf eingehen, warum spielen wir wieder, wie sind wir wieder zu MC gekommen, nachdem ich echt nicht mehr gedacht hätte, dass ich jemals in meinem Leben nochmal MC spielen werde. Und zuletzt, was für Videos sollen in Zukunft kommen, was ist für die Zukunft geplant. Alle 3 Themen kommen in dem Video, das in den nächsten Tagen kommt. Und sobald es draußen ist, wird es auch jetzt, wenn ich es nicht vergesse, oben rechts in der Infokarte verlinkt sein. Uns wird auf jeden Fall mal interessieren, wer von euch allen, die jetzt dieses Video hier anschauen, erstens noch Course spielen. Dazu gibt es einmal, wenn ich es nicht vergesse, oben rechts jetzt eine Abstimmung. Stimmt da mal bitte ab. Und zusätzlich würde es uns auch freuen, wenn ihr das Ganze mal in die Kommentare schreiben könntet, ob ihr noch spielt oder nicht. Weil uns wird es wirklich interessieren von den ganzen Leuten, die wir früher über YouTube oder allgemein über Course kennengelernt haben, wer davon noch aktiv ist, wer davon noch die Videos schaut und so weiter. Also wäre super toll, wenn ihr das in die Kommentare schreiben könntet. Genauso, was für Videos ihr gern sehen würdet. Ja, dann ganz kurz will ich schon mal die Frage anschneiden, was für Videos ihr euch in Zukunft erwarten, was wird kommen. Naja, das hängt grob gesagt einfach von euch ab, auf was ihr Lust habt und auf was davon wir auch Lust haben. CWs auf jeden Fall wieder, sowohl aus Tecuzio von mir als auch von Tobi. Dann CW-Clips hoffentlich auch das eine oder andere Mal, dadurch, dass ich Base Dev meistens bin. Weiß nicht, wie viele da das am Ende werden, aber mal schauen. Dann bezüglich Course News weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Mich haben sehr viele gebeten, wieder welche zu machen. Lust hätte ich eigentlich auch mittlerweile wieder. Dadurch, dass Shopman jetzt ja schon seit längerer Zeit welche auf dem CW-Community-YouTube-Kanal macht, will ich ihm das eigentlich ungern wegnehmen. Aber ich habe zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich das Ganze hier gerade aufnehme, noch nicht mit Shopman drüber geredet, bezüglich Course News, wie wir das in Zukunft machen wollen. Schreibt da auch mal in die Kommentare, ob ihr überhaupt noch Interesse dran hättet. Was ja auch ein fester Bestandteil der Course News war, der Eilmeldungen nicht wie heute, aber der normalen Course News war Clip of the Week, beziehungsweise die Top 5 Clips of the Week. Auch das würde ich gerne wieder fortführen, vor allem, weil mich auch schon so viele Leute angeschrieben haben und gefragt haben, ob ich nicht wieder Top 5 machen kann. Also könnt ihr mir auch ab jetzt wieder Clips schicken, wäre ich euch dankbar für, dann könnten bald schon die ersten kommen. Am besten Clips aus CWs, wenn sie geil sind, geht auf Fun-CW, Nomadiskurs wirklich nur, wenn sie geil sind oder interessant oder spannend oder lustig oder wie auch immer. Aber Rangfolge wäre erstens CW, zweitens Fun-CW, drittens Kurs. Am besten über Twitter vielleicht per DM oder damals ging es noch über E-Mail. Schaut einfach in die Videobeschreibung, wenn ich es nicht vergesse, schreibe ich es da rein, wie ihr mir die schicken könnt, sonst fragt einfach in den Kommentaren nach.
Ja, das war es soweit auch erstmal mit den wichtigsten Infos, denke ich, weil ausführlichere Infos zu allem gibt es dann eben, wie gesagt, in dem Video, das die nächsten Tage online kommen soll. Wir haben auf jeden Fall wieder Bock drauf und es freut, dass so viele Leute uns noch nicht vergessen haben hier in den letzten 1,5 Jahren. Das kann ich auch schon mal dem Video vorwegnehmen, war auch einer der Punkte, dass ich vor allem wieder Lust bekommen habe, Cross zu spielen, weil ich einfach, nachdem ich gelegentlich on war, so viele Leute von damals, mit denen ich ja dann vor allem bei dem ganzen Pushen und den vielen CWs doch viel Zeit verbracht habe und mich gut verstanden habe, ja, wieder Kontakt zu denen hatte und ja, man hat ja dann doch dann ein paar nette Leute kennengelernt in der Vergangenheit. Ich hoffe, wir haben über die letzten 1,5 Jahre nicht zu viele nette und tolle Cross-Spieler verloren. Werde ich ja hoffentlich gleich in den Kommentaren sehen. Das waren dann auch schon alle wichtigen Infos für die Eilmeldung. Denkt daran, um uns Clips zu schicken, wenn ihr geile Clips habt. Das war's dann mit den Cross-News.